Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal Chibureki. Ich zeige Ihnen, was wir dafür alles brauchen. Fangen wir an. Wir brauchen dafür, für die Füllung, ich habe hier heute 250 Gramm Hackfleisch. Ich habe Schweinehackfleisch. Ihr könnt nehmen auch gemischten oder auch nur Rind, spielt keine Rolle. Dann zwei große Zwiebeln. Ich habe sie schon fein gehackt in meiner Hackmaschine. Salz brauchen wir nach Geschmack. Ich nehme ungefähr 2 Teelöffel und Pfeffer, rote Paprika und schwarzer Pfeffer. Dann brauchen wir für den Teig Mehl. Ich habe es schon gesiebt. Da sind jetzt ungefähr 500 Gramm Wasser. Bei mir sind jetzt 500 Milliliter. Ganz warm. Ich habe es bis 70 Grad erwärmt. Am besten, wenn es so heiß ist. Und ungefähr 50 Milliliter Öl. Und Salz natürlich auch, ungefähr 1 Teelöffel. Und Öl zum Anbraten. So, fangen wir an, erstmal den Teig zu machen. Ich nehme zuerst mir das Salz. Wie gesagt, ich nehme 1 Teelöffel. Tue es erstmal richtig schön mischen, damit nochmal so ein bisschen Luft reingeht. So, jetzt fange ich an mit dem Wasser erstmal. Wie gesagt, das Wasser soll schon warm sein. Ich habe bei meinem Teekanne, kann man das schön sehen, ich habe das bis 70 Grad erwärmt. Deswegen mache ich erstmal das mit dem Löffel so herumrühren. So, bei mir sind jetzt ungefähr noch 100 Milliliter geblieben. Ich tue noch ein bisschen und stelle erstmal weg. Ich glaube, das genügt. Jetzt kommt das Öl rein. So, jetzt kann man das mit der Hand machen. Also wie ihr seht, ich habe noch bei mir ist noch ungefähr 100 Milliliter übrig geblieben. Also für diese 500 Gramm Mehl braucht man so ungefähr 400 Gramm Wasser. So muss der Teig sein. Schön weich. So, jetzt werde ich ihn so ein bisschen noch durchkneten und zumachen. Und ein bisschen wegstellen, für eine halbe Stunde lasse ich ihn in Ruhe. Und in der Zwischen mache ich die Füllung fertig. Ich nehme jetzt erstmal so 1 Teelöffel. Wie gesagt, würzen muss jeder selber wissen, wie viel er macht. Ich mache jetzt 2 Teelöffel, weil wir mögen es etwas würziger und damit es auch Salz rausschmecken kann. Hier habe ich ungefähr 1 Teelöffel scharfer Paprika und 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer und die Zwiebel. Wer vielleicht nicht so viel Zwiebel mag, kann auch eine nehmen und vielleicht nachher ein bisschen Wasser dazu tun, damit die Füllung ein bisschen saftiger bleibt. Ich mache immer mehr Zwiebel rein, damit die Füllung auch saftiger ist. Es geht direkt auch weiter. Mein Teig hat sich ein bisschen jetzt erholt. Der ist noch weicher geworden. Schön geschmeidig. Jetzt mache ich daraus so eine Wurst. So, jetzt schneide ich davor so runde Kugel. Sie müssen auch nicht direkt so alle gleich sein. So, wie viel sind da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück habe ich jetzt da rausbekommen. Jetzt forme ich sie ein bisschen und lege sie zur Seite. So, jetzt werde ich die Kugel so auseinanderrollen mit so einem Nudelholz. Ich nehme mir auch ein bisschen Mehl, dann werden sie auch besser auseinanderrollen. Ungefähr so. Jetzt nehme ich mir so ein bisschen von der Füllung. Ein bisschen auseinander, damit es im Ganzen nicht so auf einen Klumpen ist. Und so zusammenkleben. Ich mache das jetzt nur so ein bisschen mit der Gabel, damit es so ein bisschen auch
alles zugeklebt ist. Sieht auch ein bisschen schöner aus. So, lege ich weg. Und so weiter. Jetzt mache ich noch eins. Ich habe jetzt mir eine Pfanne genommen, habe hier Öl reingetan, ungefähr 800 Milliliter. Jetzt gucke ich schon, dass es schon auch heiß genug ist. Ja, genau, das ist fertig. Bei mir steht der Herd jetzt auf höchster Stufe. Jetzt mache ich es auf 7, bei mir sind 9 und fange an zu braten die Çubureke. Ich nehme mir ein. So, ich hole die Äste raus. Ich nehme mir so einen Teller und habe so ein Küchentuch draufgelegt, damit das abtropft noch. Also ich habe jetzt ungefähr von jeder Seite 1 bis 2 Minuten. Schaut aber bei euren Herd selber, das Fleisch muss ja auch gar werden. Es soll auch nicht so scharf anbraten. So, ich habe jetzt meine Çubureke alle ausgebraten. Ich habe jetzt 13 Stück rausbekommen. Jetzt zeige ich mal, wie sie von innen aussehen. So. So sehen sie von innen aus. Das Fleisch ist schön gar geworden. Und hier der Teig auch richtig knusprig von außen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.